Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videopodcast von Digitales Lernen Kirche. Mein Name ist Oliver Streffel und heute möchte ich darauf eingehen, wie man einen Film in einen Kurs einfügt. Ich bin hier schon wieder in meinem Kurs Dienstbesprechungen und ich werde jetzt wieder auf das Zahnrad drücken, damit wir den Kurs bearbeiten können. Der Bearbeitungsmodus ist schon eingeschaltet. Gut, dann kann ich hier direkt loslegen. Ein Film lässt sich immer nur in einem Textfeld sinnvoll einfügen. Das heißt, ich bearbeite hier oben einmal das Textfeld von unserem Kurs Dienstbesprechung der IAEW. Klicke hier drauf, damit sich das Textfeld auch aufmacht. Und jetzt möchte ich den Film unterhalb von dem Foto einfügen. Das heißt, ich muss mir hier kurz ein bisschen Platz schaffen, indem ich einfach die Enter-Taste gedrückt habe. Jetzt möchte ich aber, dass der Film auch nachher mittig angezeigt ist. Das heißt, ich schalte hier schon mal auf zentriert und nun habe ich zwei Möglichkeiten. Hier ist der Knopf, um eine Videodatei einzufügen. Das heißt, ich klicke jetzt hier drauf und habe die Möglichkeit, entweder eine URL einzufügen von einem Film, der irgendwo im Internet liegt, oder ein Video einzufügen. Ich möchte jetzt ein Video direkt auf Moodle hochladen. Das heißt, ich gehe hier auf Datei auswählen, auf Datei hochladen und muss mir jetzt entsprechend eine Videodatei heraussuchen. So, ich habe hier einmal den Demokurs, die Lerneinheit 1 zum Hochladen. Dann kann ich hier die Datei hochladen. Das dauert in der Regel dann einen Moment, bis das auch tatsächlich geschehen ist. Wenn es das System dann geschafft hat, die Datei hochzuladen, sehen wir hier den Link, wo es dann auch gespeichert ist. Das heißt, wir gehen jetzt in den Bereich Darstellung. Wenn wir hier jetzt nichts eingeben, also weder einen Titel noch die Größe ändern, dann wird das Medium entsprechend einfach so eingefügt, so groß wie es auch dann ist. Und wir sehen hier unten jetzt den Film. Wenn wir jetzt aber sagen wollen, der soll doch ein bisschen größer oder etwas kleiner sein, dann können wir das im Nachhinein einfach nochmal ändern, indem wir den Film markieren. Und markieren. Dann nochmal hier auf den Filmknopf draufgehen, auf die Darstellung. Und jetzt können wir zum Beispiel sagen, dass wir das Ganze in HD-Größe haben wollen. Das heißt 1280x27. Und wir nennen das ganze Ding Begrüßung. So, Medien einfügen. Und jetzt ist der Film entsprechend größer, nämlich die komplette Breite. Und dann läuft der Film auch. Wenn wir hier draufklicken, dann hören wir schon, der läuft. Endes, dass wir hier einfach Arbeitsmaterialien zur Verfügung stellen. So, wenn wir jetzt auf Änderungen speichern gehen, sehen wir, dass der Film in dem Kurs direkt unterhalb des Fotos eingefügt ist. Der fängt natürlich mit einem weißen Bild an. Als Tutor oder als Referent. So, genau. Dann ist der Film eingefügt. Wenn wir jetzt allerdings einen YouTube-Film einfügen möchten, dann ist der Weg ein bisschen ein anderer. Das heißt, wir gehen wieder in den Bearbeitungsmodus hinein. Löschen erst einmal den Film hier heraus. Einfach indem wir den Film löschen. Dann gehen wir auf einen YouTube-Kanal, gucken uns den Film oder auch die Playlist an, die wir haben möchten. Gehen wir hier unten auf Teilen und jetzt gibt es eine kleine Besonderheit. Normalerweise gehen wir auf den Kopieren-Knopf, den nehmen wir nicht, sondern wir nehmen den Einbetten-Knopf. Dann öffnet sich ein separates Menü. Hier gehen wir auf Kopieren. Dann haben wir das Ganze in unserem Zwischenspeicher drin. Wenn wir ein YouTube-Video einbinden möchten, dann müssen wir hier oben als allererstes die HTML-Kodierung einschalten. So. Und dann fügen wir hier unten drunter einmal den eingefügten Code, den wir aus der YouTube-Seite uns kopiert haben, ein, gehen auf Änderungen speichern. Und dann sehen wir hier unten auch schon das Video. Und das funktioniert dann auch ganz normal. So, und das sind die zwei Möglichkeiten, Videos einzubinden. Entweder einmal gestreamte Videos von YouTube oder auch von entsprechenden anderen Plattformen. Da ist der Weg der gleiche. Man muss sich im Prinzip die Iframe-Kodierung von HTML herauskopieren und dann in Moodle einfügen.
Oder man fügt das direkt in Moodle ein, das Video, wenn man es denn auf der Festplatte gespeichert hat. Hier ist allerdings das Problem, dass Videos eben sehr, sehr groß sind. Das heißt, normalerweise empfehlen wir Videos auf YouTube oder auf Vimeo hochzuladen, wenn es denn rechtlich zulässig ist, oder sich entsprechend Filme dort herzunehmen und die dann zu integrieren, weil das wesentlich weniger Speicher verbraucht, als wenn wir die Videos direkt auf Moodle hochladen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin und noch eine gute Zeit.